Bereits zur Tradition geworden sind die Frühjahrskonzerte des Konzk-Ensembles. Auch heuer schickte uns das Quartett in Bruno in Brunn am Gebirge schwungvoll in den Frühling. Beim philharmonischen Frühling in Brunn gab es die Chance, Musiker, die ansonsten Stammgäste in den großen Konzertsälen der Welt sind, hautnah aus nächster Nähe zu sehen und im Besonderen natürlich zu hören. Die Brüder Konsch, Stefan, Cellist der Berliner Philharmoniker, und Christoph, Stimmführer der zweiten Geigen bei den Wiener Philharmonikern, bilden gemeinsam mit Lily Francis an der Viola und Benjamin Gilmer an der zweiten Violine das Konsch-Quartett. Christoph Konsch, 1987 als jüngster Sohn einer österreich-ungarischen Musikerfamilie in Konstanz geboren, erhielt bereits im Alter von 4 Jahren seinen ersten Violinunterricht. Und auch sein Bruder Stefan nahm seinen ersten Unterricht bereits im Alter von 7 Jahren. Zeigten sich die Qualitäten des jungen Quartetts. Vielseitige Musiker ihrer Generation. Mit ungestümer Leidenschaft, aber dennoch sehr differenziert und nuanciert, schaffte es das Konsch-Quartett, träumerische und heitere Passagen herauszuarbeiten und dabei nicht auf das Ganze zu vergessen. Ein Leckerbissen für die Freunde klassischer Musik beim mittlerweile zur Tradition gewordenen Frühlingskonzert in Brunn am Gebirge.